Ja. Waren noch zwei ganz gute Filme. Ja, gar nicht mal so schlecht. Und was meinst du, wer kriegt den Oscar? True Grit oder Black Swan? Inception. Ja, habe ich nicht gesehen. Wieso nicht? Bist du bescheuert? Wie kann man den nicht gesehen haben? Was bist du nur für ein Mensch? Den wollte ich mit dir gucken. Und wieso hast du nicht, du Trottel? Weil du den schon gesehen hattest. Also, ich hätte ihn auch ein zweites Mal geguckt. Ja, das sagst du mir jetzt. Was glaubst du denn, wer gewinnt? Black Swan. Was? Nicht Inception? Warum Black Swan? Hat mir besser gefallen als True Grit. Und warum nicht Toy Story 3? Welche Oscar-Filme hast du gesehen? The Social Network, Black Swan, True Grit und Inceptions. Und davon war Inception der beste? Das war ein Männerfilm mit Story. Und er hatte Effekte. Ah, ja. Naja, ich kann die Verleihung ja eh nicht gucken. Wieso? Weil die irgendwie um 1000 Uhr nachts kommt. Ach ja. Ich könnte sie aufnehmen, aber... Man darf sich nicht spoilern lassen. Und so entschlossen sich unsere beiden gestörten Helden, die Oscar-Verleihung aufzunehmen, sich einen Tag nicht spoilern zu lassen und die Preisverleihung am nächsten Tag gemeinsam anzuschauen. Werden sie es schaffen? All das erfahren sie jetzt. Hey, bist du bereit für ein bisschen harte Oscar-Action? Ist das ein Pornofilm? Ich dachte, wir gucken die Academy Awards. Wie dem auch sei, ich habe eine traurige Geschichte zu erzählen. Heute bei meinem Morgencafé musste ich das Radio ausmachen. Oh nein, soll ich dich in den Arm nehmen? Ach, jetzt hör zu, verdammte Scheiße! Dann im Auto konnte ich kein Radio hören. Und die CDs, die ich hab, war ich einfach schon viel zu oft gehört. Nach einer unerträglich stillen und unerträglich langen Fahrt, das waren die längsten 30 Minuten meines Lebens, kam ich endlich bei der Arbeit an. Meine Arbeitskollegen haben mich verprügelt, weil ich die ganze Zeit das gemacht habe. Dann wollte ich bei McDonald's entspannt zum Mittagessen. Und als ich die Tür aufgemacht habe, hörte ich ein Radio. Bin ich sofort schreiend weggelaufen und aß in einer gammeligen Pommesbude die widerlichste Wurst meines Lebens. Und am Nachmittag musste ich noch auf eine Baustelle. Und da geschah es. 1000 Radios, überall. Sie haben mich umzingelt und wollten mein Gehirn. Mit Informationen füllen. Haben Sie es geschafft? Ja, ich weiß, wer den Oscar bekommen hat. Ja, ich auch. Hm? Ich hab's direkt morgens im Radio gehört. Und warum warst du gerade noch so enthusiastisch? Kann ich dir zeigen. Und jetzt? Warte nur ab. The King's Speech! Also 3 Sekunden vor der Bekanntgabe zu spoilern, ist jetzt ja nicht wirklich so dramatisch. Oh nein! Du wurdest gespoilert! Soll ich dich zum Trost ficken? Ach so ist das! Kaum ist jemand anders hier, bin ich dir nicht mehr schön genug. Mein Hintern ist flauschig.